Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich begrüße dich heute ganz herzlich aus Zypern. Ja, ich bin angekommen und ich habe mir ein schönes Thema für dieses heutige Video überlegt. Ich finde es zumindest wunderbar und ich dachte, wir gehen heute mal hier ein kleines bisschen spazieren und ihr könnt mir im Hintergrund zugucken, wie das hier so aussieht. Und keine Sorge, meine Glatze ist eingecremt, also gibt auch keinen Sonnenbrand. So, um was für ein Thema soll es heute gehen? Das Thema des heutigen Videos ist: Wir leben in der westlichen Welt in einer kompletten Filterbubble, die wenig bis gar nichts mit der Realität zu tun hat. Was meine ich damit und wie komme ich da drauf? Ich habe vor, das letzte Video, was ich gemacht habe, ich packe sie auch hier oben nochmal rein, war zu meinen Einnahmen im T-Shirt-Business im Monat April. Und kleiner Spoiler, wir haben zusammen als Paar so 12.000 Euro netto damit verdient. Also wir hatten einen Gewinn von 12.000 Euro nach allen Kosten, nach Steuern, nach Sozialabgaben und dem ganzen Spaß, was man da halt so hat. Das waren 12.000 Euro. Und da gab es eine Menge Kommentare, gab es viel Zuspruch, aber es gab auch halt einige Kommentare auf YouTube und später dann auch auf Instagram. Ja, so viel ist das doch gar nicht. Ja, wenn ich das so sehe, 12.000 Euro, gut, ihr seid halt zu zweit. Da gibt es sicherlich viele, viele Menschen, die da mehr verdienen. Also würde mich jetzt nicht reizen, für 12.000 Euro mir diesen Aufwand zu machen. Und ich habe dann ein kleines bisschen darüber nachgedacht und mir sind viele Dinge wieder eingefallen, muss ich sagen. Und zwar, dass das für meine Begriffe, also ja, klar, es gibt viele Menschen, die damit sehr viel mehr verdienen. Es gibt grundsätzlich viele Menschen, die mehr verdienen. Das ist ganz ohne Frage die Realität. Aber es hat mich auf einen Gedanken gebracht, ja, auf meine These für dieses Video: Wir leben in einer kompletten Filterblase. Und zwar, bevor ich jetzt zum Einkommen komme, möchte ich das ein kleines bisschen ausarbeiten, wie ich darauf komme. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch gelesen, das heißt Factfulness von Hans Rosling. Der Untertitel war: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und das ist überraschend, wirklich. Was man da liest, da denkst du, holy shit, die Welt entwickelt sich in eine richtig, richtig geile Richtung. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ich habe mir auch ein paar Sachen hier extra heute mitgenommen. 1990 haben 58% der Weltbevölkerung in bitterer Armut gelebt. Also Low-Income-Countries nannte man das Ganze. Wie viele sind es heute, 30 Jahre später? Gibt es 3 Antwortmöglichkeiten. Also kann man auf der Seite von dem Herrn Hans Rosling mal durchspielen. Heute sind es noch 9%. Das heißt, von fast 60% auf unter 10% der Menschen leben heute noch in bitterer Armut innerhalb von 30 Jahren. Das ist in der Geschichte der Menschheit absolut einmalig. Das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte, die man sich kaum vorstellen kann. Das liegt insbesondere an dem Aufstieg Chinas und am Aufstieg Indiens. Und da geht es auch noch jeden Tag, kommen unfassbar viele Menschen aus der Armut, aus der bittersten Armut, wo du dann ja kein fließend Wasser hast, keine Elektrizität, nicht genug zu essen hast und so weiter und so fort. Jeden Tag steigen unfassbar viele Menschen auf, aber darüber liest man relativ wenig. Man liest sehr viel mehr über, ja, bittere Armut und wie schlimm es doch eigentlich auf der Welt aussieht. Jetzt muss mal gucken hier, damit ich über die Straße komme. Ja, man liest so unfassbar viel, wie schlecht es eigentlich aussieht. Und dabei haben wir allen Grund zur Freude. Die Entwicklung auf dieser Welt ist unfassbar gut, gerade wenn es um das Thema Armut geht. Guck mal, jetzt haben wir hinter mir hier das Mittelmeer, ja. Wunderbar, ich bin jetzt hier an der Strandpromenade. Ach, wisst ihr was, wir laufen hier ein kleines bisschen unten an der Strandpromenade lang und ihr könnt euch das Mittelmeer ein kleines bisschen angucken. So, also Punkt Nummer 1, die Armut auf der Welt. Es gibt noch Armut, das ist traurig, das müssen wir ändern, aber die Entwicklung ist eine unfassbar tolle Richtung. Liest man aber in den Medien und hört man von Politikern eher weniger. Und es wird noch besser. Na, ich fasse das mal hier drüben an. So, dann könnt ihr ein bisschen mehr das Meer genießen. Lass uns mal noch über andere Dinge sprechen, zum Beispiel über das Thema Klima und wie sich die Welt so, ja, jetzt außerhalb des Menschen entwickelt. Da liest man ja auch unfassbar viel, wie schlimm das alles ist. Und ohne Frage, die meisten Fakten oder wahrscheinlich die Großteil aller Fakten, die man hört, stimmen sicherlich auch so. Ich will da niemandem absprechen, dass man da bewusst irgendwas Fakten verdreht oder sowas. Aber es ist immer nur ein kleiner Teil der Fakten, die man in Wirklichkeit nennt. Nur mal ein paar Beispiele. Die Population der Eisbären hat sich in den letzten Jahren, genau genommen in den letzten, also seit 1960, hat sich die Population der Eisbären weltweit verfünffacht.
Das hört man aber selten von Greenpeace. Zum Beispiel stattdessen sieht man irgendwelche Eisbären, die auf einer einsamen Eisscholle in den Süden driften und auf ihr sicheres Ende warten. Sowas verkauft sich halt besser, kriegt man mehr Spendengelder, wenn man damit auf sich aufmerksam macht. In Wahrheit ist es so, dass die Anzahl der Eisbären sich seit 1960 verfünffacht hat. Ein anderes Beispiel ist, ja, dass ja alles immer trockener wird und dass die Lebensräume nicht mehr vorhanden sind. Weltweit. Die Erde war noch nie so grün seit Beginn der Aufzeichnungen wie heute. Auf der nördlichen Hemisphäre gab es noch niemals so viele zusammenhängende große Wälder seit Beginn der Aufzeichnungen wie heute. Es gibt da ein schönes Beispiel zu, ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber es gibt so eine Geschichte, die beruht auf wahren Tatsachen, dass zur Zeit der industriellen Revolution in Großbritannien brauchte man einen neuen Brennstoff, weil das Holz alle war. Man hatte einfach alle Hölzer, alle Wälder, die es in Großbritannien gab, abgeholzt und deswegen musste man halt anfangen, den Boden zu buddeln und da das Brennholz oder das Brennmaterial rauszuholen. Das heißt, man hatte, da gibt es Aufzeichnungen, was Anfang des 18. bis 19. Jahrhundert, wie wenig Wald es überhaupt noch in Großbritannien oder dann in quasi allen Ländern, wo die industrielle Revolution angekommen ist, gab. Und heute guckst du, wir hatten noch nie so viel Wald wie heute. Es gab der ein oder andere, wird sich erinnern, der schon ein kleines bisschen älter ist, muss man die andere Hand wieder nehmen, mach mal so. Der ein oder andere, der ein kleines bisschen älter ist, wird sich erinnern, das große Waldsterben. Es gab noch nie so viel Wald, zusammenhängenden Wald seit Beginn der Aufzeichnungen wie heute in Deutschland. Aber es wird halt immer Panik gemacht mit irgendeiner Sache und das verkauft sich halt gut. Das siehst du halt in Medien, das siehst du in der Politik. Und es betrifft nicht nur, ich will jetzt nicht nur über das Klima sprechen, aber zum Beispiel auch andere Sachen, die du nie hörst. Wir reden ständig von, ja, was ich nicht, Artensterben und wir reden von Naturkatastrophen, wo immer mehr Menschen sterben. Fakt ist, die Anzahl der Tote durch Naturkatastrophen ist immer weiter sinkend. Also das ist heute, wenn du dir den längerfristigen Chart dazu anguckst, ich blende nochmal wieder ein, das ist quasi verschwindend gering, die Anzahl der Toten, die wir heute noch durch Naturkatastrophen weltweit haben. Was haben wir noch? Alles wird immer teurer. Das stimmt so nicht. Wir kaufen nur viel, viel mehr. Wir geben unser Geld für ganz andere Dinge aus, die nicht mehr lebensnotwendig sind. 1950 hat der US-Amerikaner im Schnitt 20% seines Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen. Dabei hat er 18% für Essen zu Hause ausgegeben und 2% für Außerhausessen. Heute, das heißt, wir haben heute von 1950, wir haben 70 Jahre später, ist die Zahl von 20% auf 9% gefallen und wir geben heute 5% aus für Geld, was wir für zu Hause essen. Oder der durchschnittliche US-Amerikaner, muss ich sagen, in den USA sind die Zahlen halt einfach am besten aufgearbeitet, muss ich sagen. Also 5% geben wir aus, um zu Hause zu essen und 4% außer Haus. Das heißt, das Geld, was wir benötigen, um Lebensmittel kaufen zu können, ist weniger als 50% heute im Vergleich zu 1950. Also von wegen wird alles teurer. Das kann man im Übrigen auch auf Energiepreise und alle so eine Sachen beziehen. Das ist überall mehr oder weniger die gleiche Richtung. Und dann kommt immer ein Argument, gerade jetzt in der Politik. Ja, aber die Ungleichheit nimmt ja zu. Und das ist das große Problem unserer Zeit. Ja, mag sein, vielleicht die paar Chinesen sind halt aufgestiegen und die paar Inder. Aber in der westlichen Welt, das größte Problem, was wir haben, ist diese enorme Ungleichheit, die wir einfach weltweit haben. Und dann kommt jedes Jahr diese Oxfam-Studien raus, die nicht auf wissenschaftlicher Basis basieren. Die sind die absolute Propaganda. Anders kann man das nicht sagen. Die sind 100-mal schon, gibt es Berichte darüber, dass diese Oxfam-Studien nicht der Realität entsprechen und trotzdem werden sie immer wieder abgebildet, weil das halt in diese Meinung passt, die Ungleichheit nimmt zu. Und dafür gibt es einen sogenannten Gini-Koeffizient, der das Ganze misst. Und das ist ja so schlimm, dass diese Superreichen, die beuten die ganzen armen Menschen aus. Verrückt ist, dass die ganzen armen Menschen trotzdem aufsteigen, nicht alle, aber wir haben eine unfassbar tolle Entwicklung, was das angeht. Aber jetzt kommt's. Der Gini-Koeffizient ist in den letzten 40 Jahren konstant geblieben und seit so 5-6 Jahren sinkt die Ungleichheit auf dieser Erde sogar immer weiter. Das heißt, in den letzten 40 Jahren ist die Ungleichheit ganz und gar nicht gestiegen weltweit und sie nimmt sogar ab. Also auch hier ist es wieder so, hier werden bewusst einzelne Länder, einzelne Zeiträume rausgepickt, wo
das vielleicht der Fall gewesen ist. Oder es werden irgendwelche Extrembeispiele genommen, um entsprechende Stimmung zu machen. Schaut man sich aber das Gesamtbild an, dann sieht man, dass die gesamte Ungleichheit auf der Erde, die größte Errungenschaft der Menschheit, muss man eigentlich sagen, ist, dass wir in den letzten 30 Jahren es geschafft haben, ja, weitere fast 50% der Menschen aus der bittersten Armut zu befreien. Wohlbemerkt durch das Prinzip freier Märkte, insbesondere in China und in Indien. Also der Kapitalismus hat mehr für die Armen auf dieser Welt getan, als alle anderen Maßnahmen, als alles andere, was wir jemals in der Geschichte der Menschheit ausprobiert haben. Ja? Also wenn es mal wieder Kritik am Kapitalismus gibt, dann immer gucken, wo das herkommt und was da eigentlich dahinter steckt. So, aber das wollte ich gar nicht sagen. Also Gini-Koeffizient seit 40 Jahren konstant und seitdem das gemessen wird, eigentlich eine wirklich wunderbare, tolle Entwicklung. Okay, die Reichen werden reicher, die Ärmeren werden aber auch reicher. Und alles in allem bleibt die Ungleichheit relativ ähnlich. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jetzt kommen wir zum Anfang des Videos zurück. Also was will ich mit dem Video eigentlich sagen? Ich erzähle jetzt hier viel alles, wie toll alles ist. Das liest man aber in den Medien nie. Natürlich nicht. Du liest von einem Flugzeugabsturz am Tag, wenn halt mal was abstürzt. Aber den 20.000 Flugzeugen, die am gleichen Tag gelandet sind, davon liest du nichts. Deswegen haben die Leute halt Panik. Das ist also Panik vor Flugzeugen oder Angst vorm Fliegen. Das ist, ja, so funktioniert es halt. Das ist in der Politik so. Du brauchst halt Aufmerksamkeit. Das ist in Medien so. Das ist halt Aufmerksamkeit. Aber das, was man da gezeigt bekommt, hat nicht viel mit der Realität zu tun. So, und jetzt ein Punkt noch, bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme. Entschuldigt bitte, das ist so ein Thema, ich habe da jetzt so viel zu gelesen und mich dazu informiert. Ich könnte euch da so viele Geschichten zu erzählen. Es ist unfassbar, wie toll sich die Welt entwickelt und wie der Westen quasi versucht, das mutwillig schlecht zu sehen. Es gibt so große Umfragen, Hans Rosling hat, der hat vor der Weltbank gesprochen, der hat vor super vielen Organisationen, auch vor der UN gesprochen, vor der EU und so weiter. Und du siehst quasi überall, wo die Menschen, also sag mal, je wohlhabender die Menschen sind, desto schlechter sehen sie die Welt. Das heißt, du siehst in den nordischen Ländern, ach eigentlich fast im gesamten Westen, dort, wo die Menschen viel Wohlstand haben, glauben sie, dass es allen anderen unfassbar schlecht geht. Und rein aus ökonomischer Sicht ist es auch spannend. Bei der Aktienbewertung sollte man mal darüber nachdenken. Der hat zum Beispiel auch gesprochen vor vielen Wirtschaftsbossen, was den Pharmabereich angeht oder auch was die Consumer Staples angeht. Also Nestle, Unilever, keine Ahnung, McDonald's, Procter & Gamble, die großen Nahrungsmittelhersteller der Welt. Und auch dort war es so, dass über 90% der Top-Manager diese Entwicklungen nicht kannten. Die Märkte der Zukunft, in dem Westen passiert relativ wenig, aber dieser große Aufstieg, der findet wo ganz, ganz anders statt. Und es ist unfassbar wichtig, dass die Konzerne sich dort positionieren, aber wenn die Top-Manager das nicht mal wissen, das ist natürlich kritisch zu betrachten. Das ist manchmal spannend, wenn man sich dann die Statements der Firmenbosse durchliest. So, aber anderes Thema, was ich jetzt noch sagen wollte. Und zwar, ich muss mich mal umdrehen hier. Jetzt kommen hier nämlich Straßenreinigung. Jetzt muss ich gegen die Sonne laufen, jetzt sehe ich nicht mehr viel. So, aber ich hoffe, ihr seht mich noch gut. Also, Einkommensverteilung. Ich habe vorhin erzählt, wir haben 12.000 Euro verdient und es ist ja so schlecht. So, in Deutschland gibt es nicht nur eine Blase, was man denkt, wie die Welt sich entwickelt, sondern auch, was das Einkommen der Menschen betrifft. Wenn es Umfragen gibt, wie viel verdienen die Menschen eigentlich so, dann glaubt der, oder wie, nein, wie viel verdienen die Reichen? Also wie viel musst du verdienen, damit du zu den Reichen gehörst? Wie viel musst du verdienen, dass du zu den Top 10 in Deutschland gehörst? Zum Beispiel gibt es immer Umfragen. Und da gibt es dann so Antworten. Der eine sagt, keine Ahnung, 500.000 netto oder so. Es gibt halt immer so Ausreißer. Aber im Großen und Ganzen gibt es zwei Zahlen, die sich quasi durchsetzen. Und das ist einmal die Zahl 7.000 Euro und einmal die Zahl 10.000 Euro. Also wenn du so zwischen 7.000 und 10.000 Euro verdienst, dann sollst du schon zu den Top 10%, zu den reichen Deutschen gehören. Weil das sind ja auch die jetzt nach der Krise, die sollen alles zahlen, die Top 10, die Reichen, die sollen jetzt zahlen. Jetzt gucken wir uns mal in der Realität an, wer sind denn die Top 10 in Deutschland? Und jetzt wird's spannend. Als Single-Haushalt, um zu den Top 10 zu gehören, wenn du alleinstehend bist, brauchst du 3.529 Euro Netto-Monatseinkommen. Um zu den Top 5% zu gehören, brauchst du 4.282 Euro. Und um zu den Top 1% der Bestverdiener in Deutschland zu gehören als Single, brauchst du 7.044 Euro.
um zu den Top 1% zu gehören, 7.000 Euro. Und jetzt als Paar, ist natürlich ein kleines bisschen mehr, als Paar brauchst du für die Top 10 5.294 Euro, für die Top 5 6.423 Euro. Und um zu den Top 1% zu gehören als Paar, ohne Kinder wohlbemerkt, brauchst du 10.567 Euro. Dann gehörst du zu den Top 1%, den absoluten Spitzenverdienern in Deutschland, könnte man sagen. Und jetzt gehen wir zurück zum Anfang. Was haben wir verdient? 11.500, 12.000 Euro netto als Paar zusammen, nur in diesem T-Shirt-Business. Die anderen Sachen zählen da noch nicht mal dazu. Und das ist jetzt aber nicht so besonders viel. Da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Ja, als Paar mit mit 11.500 Euro Einkommen gehörst du zu den 1% der reichsten Deutschen nach dem Einkommen beziffert. Spannend ist, also die Zahl ist nicht so hoch, wie man das Ganze vielleicht erwarten würde. Und deswegen auch, wenn euch Politiker erzählen oder auch in den Medien, dass die Reichen gefälligst zahlen sollen. Die Reichen sind in der Regel die große Masse der Reichen, der 10%, fangen quasi schon, was, ab 3.500 Euro Nettoeinkommen an. Und da ist wieder das, guckt wieder, das ist genau der gleiche Spaß. Deswegen bringe ich das zusammen. Diese Filterblase, was euch von Politik und Medien erzählt wird ganz oft, ist ja hier, wie schlecht alles ist und so weiter. Da werden dann so einzelne Fakten rausgepickt, die ach so schlimm sind. Und ja, manchmal gibt es Fakten. Es gibt nicht alles auf der Welt, es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Dinge, die sind richtig beschissen und wir haben noch viel zu tun. Ganz ohne Frage. Aber genauso ist das bei dieser Reichtumsdebatte. Die 1% oder die 10% der Reichen, das sind nicht die Superreichen, wie die du dann gezeigt bekommst. Das sind keine Multimilliardäre. Klar gibt's einige reiche Menschen in Deutschland, ganz ohne Frage. Aber es werden wieder ein ganz kleines bisschen, werden ein paar rausgepickt, um halt diese Ideologie, um diese Filterblase aufrechtzuerhalten, muss man schon fast sagen. Aber in der Realität ist es so, dass du bei weitem nicht so viel Geld brauchst. Und wenn die Leute jetzt wählen hier, ja, und dass die Reichen da ein bisschen mehr zahlen sollen, schön aufpassen. In der Regel sind die Leute, die das wählen, sind dann oft, ist das, je höher du bist, desto eher denkst du, dass andere noch so viel reicher sind und so weiter, dass die Welt so schlecht aussieht. Meistens musst du es dann nämlich selber zahlen. Also die Reichen sind nicht die Ultra-Reichen, die man immer denkt. Das ist eine komplette Filterblase. So ist die Realität einfach nicht. Und deswegen ist es super spannend, sich einfach mal Fakten anzugucken. Und ich kann deswegen, es gibt da viele tolle Bücher zu, aber ich kann euch zwei Sachen empfehlen. Eine Sache, die ist kostenlos, gapminder.org. Da könnt ihr mal so ein Quiz zu machen, zum Beispiel, wie sich, ja, keine Ahnung, auch die Rechte von Frauen, die Rechte von Kindern, wie viele Kinder sind heute noch Analphabeten, wie viele Kinder müssen wirklich arbeiten heute noch und können nicht in die Schule gehen als Kleinkinder. Und wie sah das vor 50 Jahren aus? Wie viele Kinder sterben heute wegen verunreinigtem Trinkwasser? Wie sah das vor 50 Jahren aus? Wie ist die Armut entwickelt? Wie entwickelt sich das Klima? Oder da gibt es so viele Fakten zu, die du niemals in den Medien irgendwo hörst. Weil damit erzielst du halt keine Reichweite, damit bekommst du keine Aufmerksamkeit. Aber das sind die Fakten, die wirklich wichtig sind. Und du musst, um wirklich fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist quasi eigentlich das, was du in Medien mitbekommst oder was dir Politiker oft erzählen. Das ist halt nur ein kleiner, klitzekleiner Teil der Fakten, die überhaupt nur existieren. Und um eine fundierte Meinung zu haben, brauchst du einfach mehr Fakten. Von daher, erster Punkt, gapminder.org. Ich verlinke es auch unten drunter in der Videobeschreibung. Und Punkt Nummer zwei, das Buch von Hans Rosling, Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Beschäftigt euch damit. Gerade jetzt ist es wichtig, eigentlich zu wissen, wenn das für eine unfassbar tolle Richtung die Welt sich doch entwickelt. Von daher, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht zum Nachdenken motivieren, hier an dieser schönen Kulisse auf Zypern. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.